Ja, das Geheimnis dieses Rätsels war eigentlich ziemlich simpel. Ich musste oben quasi den mittleren und den rechten Schalter drücken, dann konnte ich an der Seite runterspringen, ja, und dann waren die beiden rechten Türen offen und ich konnte diesen Schalter alle drei Türen schließen. Ja, ist okay, ne? Ich will mich da nicht länger mit aufhalten, wie es eigentlich sinnvoll ist oder wie, ja. Deswegen gehen wir weiter. Oh, da ist eine Kiste da hinten. Eine Kiste! Ich will die Kiste! Als erstes stellen sich uns wieder Lappen in den Weg. Baphomets. Okay. Wir machen mal... Ja, Guilty... Ne, Moment, das geht nicht. Okay, dann werden wir Meteor diven und... Den anderen hauen wir mal mit ein bisschen Saint aus dem Leben, weil... Diese Viecher dürften unheiliger wie heilig sein. Unheiliger wie unheilig, wollte ich eigentlich sagen. Bäm. Das heißt, Saint dürfte eigentlich maximal Schaden machen. Jawohl. Ach, was schön. Ach, was schön. So, was haben wir hier drin? Nektar. Mhm. Ich habe so die Befürchtung, wir brauchen das alles. Moment. Da möchte ich eigentlich noch nicht lang. Das sieht ein bisschen so aus, als ob es zum Boss gehen würde. Wir gehen erstmal hier lang. Aha. Ach, Ambrosia kann ich nicht mehr nehmen. Schade. Naja. Wir haben es zumindest versucht. Ich glaube, wir sind gleich am Ende. Ah, der Dungeon ist nicht mehr lange, tatsächlich. Ach, die zwei schon wieder. Ja, da wissen wir, was wir machen müssen. Ne? Meteor Dive und... Ein bisschen Sand ins Gesicht. Denn ehrlich gesagt will ich nicht wissen, was die Gegner auf dem Kasten haben könnten. Bäm! So sieht's aus, Digga. Okay, hier geht's weiter nach oben. Dann werde ich doch erst hier reingehen. Aha, wir kriegen ein Metallschild. Für den guten Rudy. Ja. Aber wenn das mal nicht vernünftig ist, dann weiß ich auch nicht. Was haben wir hier Schönes? Okay. Hm, was könnte ich mit diesem Ding anstellen? Bombe? Ah ja. Naja, Trial and Error würde ich sagen. Anders geht's nicht. Ah, wo bin ich? Oh shit. Oh shit. Thank you.
Okay. Schaffe ich es zufällig rechtzeitig da unten zu sein? Ah ja. Dann ist es ja gar kein Problem. Hier, Bombe ins Gesicht. Perfekt. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Ah ja, ich verstehe. Ach fuck, ich glaube, ich hab's gehabt. Moment, jetzt tun wir erstmal das da machen. Dann vielleicht so. Oh. Ja, ich war gar nicht so schlecht dabei. Fuck. Moment. Ha! Ich hab's. Jawohl. Ach, wart Al-Hazard mal wieder. Ja, wir sind da. Ihr habt mein Meisterstück zerstört. Hä? Ah ja. Lady Harkin funktioniert nicht oder ist nicht mehr unter uns. Fisch im Arsch, der Typ. Du genießt das, nicht wahr?
mit menschlichen Leben zu spielen? Oh ja. Ich würde am liebsten den ganzen Tag mit meinem Spielzeug spielen. Ja, du weißt schon, ein Arm abnehmen, das dahin pflanzen. Und irgendwann wäre ich fertig und ich wüsste nicht mehr, was für ein Tier vor mir sein würde. Ja, ist das nicht lustig? Naja. Und dann schauen sie dich an mit diesen lustigen Augen und sagen, töte mich. Gott, bist du widerlich, Alter. Siegfried möchte viel Geier, aber es interessiert mich eigentlich nicht. Aber ich kann euch nicht daran... Ich kann nicht zulassen, dass ihr meinen Spaß verderbt. Also bin ich hergekommen, um das Problem selber aus der Welt zu tilgen. Möchtest du sehen, was unterhalb dieser Robe ist? Es würde euch allerdings kosten. Ja, nee, ist klar. What? The fuck? Alles klar. Okay. Kurze Unterbrechung. So, nach der Unterbrechung geht's endlich weiter im Kampf gegen Al-Hazad. Und ja, es wird der... Sollte vielleicht mein laufendes Video am... Ich sollte vielleicht das laufende Video beenden. Egal. Das sollte eigentlich der letzte Kampf gegen Al-Hazad sein. Wir werden uns natürlich wieder aufbuffen und alles geben, was wir haben. Aber alles geben gegen diese hässliche Missgeburt. Lebenspunkttechnisch habe ich jetzt gar nicht geschaut, was, wie viel er hat. Ja, ich mache ordentlich Damage. Okay, das tut ein bisschen aua, wenn ich ehrlich bin. Wir machen mal den Rocket Launcher. Dann werden wir mal Meteor Diven, mal gucken, was das an Schaden macht. Cecilia wird in diesem Kampf hauptsächlich die Rolle als Heilerin und, naja, okay, und Buff-Spezialistin einnehmen, würde ich jetzt sagen. Aber ich glaube, dass der Kampf auch nicht allzu schwer sein dürfte. Jo, macht schon gut Schaden. Och, Schlaf. Das muss doch nicht sein, sowas. Ja, sicherlich. Ja, sicher. Okay, wir versuchen mal den Slash Rave. Mal gucken, was der an Schaden macht. Kann sein, dass er anfällig dagegen ist. Nein, ist er nicht. Naja, egal. Schon wieder Schlaf. Meine Güte, ne. Ja, schön. Ha, toll. Ist das ein Drecksgegner. Ja, sicherlich. Oh, Cecilia ist wach. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Das heißt, ich gucke jetzt mal. Jawohl, ich habe einen Spruch, der Schlaf heilt. Allerdings könnte es das für Cecilia jetzt gewesen sein, tatsächlich. Was ein bisschen lästig wäre. Al-Hazad-Symphonie. Oh, das muss auf alle gehen. Oh, shit. Wow, okay. Glück im Unglück, möchte ich meinen. So, wir werden, denke ich, beim Phaser bleiben. Das Gute tatsächlich ist ja, dass wir... allesamt schneller sind wie er. Gucken, was der Phaser Zap anrichtet. Bam! Ja, ist okay. Macht ganz ordentlichen Schaden. Ich glaube, 40.000 Lebenspunkte hat diese Fregel hier. Sollte also eigentlich kein Problem sein. 3-2, also... Ja, das können wir aushalten. Das ist kein Problem. Ich meine, heilen muss ich trotzdem, aber... Das halten wir aus. So, wir warten auf den berüchtigten Fury Shot. Und werden mal ein bisschen Twin Orben. Mal gucken, was das an Schaden macht. Ja. Machen wir mal das da. Dual Cast ist auch schon ready. Oh, das ist sogar eigentlich ziemlich gut, wenn Dual Cast ready ist. Das heißt, wir können einmal heilen. Und einmal seine Verteidigung runterschrauben.
Okay, wieder nichts gelernt. Schade. Macht nichts. So, eine Baustelle geklärt. Zweite Baustelle auch geklärt. Jawohl. Rudy, gib alles. Okay, er scheint extrem anfällig gegen diese Sache zu sein. Alter Schwede. Wie, automatischer Wecker? What the fuck? Okay, Fury Shot. Ist eigentlich nicht wirklich notwendig, weil wir werden Lock-On und Twin Orbs machen. Ich habe eine neue Super-Attacke gegen ihn eingerichtet. So, und dann werden wir mal ein bisschen Sainten vielleicht. Weil Saint ist mittlerweile auch mein Lieblings-Skill geworden von ihr. So, mal gucken, was Sonic Vision anrichtet. Ah ja, 5000, das ist... Das war's schon! Das war's schon! Niemals! Keine Chance! Menschen kennen das nicht! Sie kennen es nicht! Da siehst du doch, dass sie's können. Ja, und das war's mit Alhazad. Ein für alle Mal. Hoffe ich. Ich werde den Tod nicht akzeptieren, bevor Melduk wieder auferstanden ist. Ich werde es nicht akzeptieren, ich werde nicht sterben! Doch, wirst du. Rache, Hass, ich habe dich nicht damit besiegt. Ich habe dich besiegt, weil ich diejenigen beschützt habe, die ich liebe. Die dunklen Wolken in Jacks Herzen sind vergangen. Die Zweifel sind weg. Okay. Double Attack Force acquired. Nice. Auch seine letzte Force-Technik. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, was soll ich sagen? Der Kampf war eigentlich relativ easy. So, jetzt gehen wir mal hier. Der interdimensionale Aufzug, ja, Power-Knopf. Ziel, Melduk. Ja, klar. Wir werden uns direkt nach Melduk begeben. Das ist also der interdimensionale Aufzug. Der Neumond in den im Ozean der Sterne. Melduk. Es wird uns dorthin bringen. Also, das Schicksal führt uns also zum finalen Schauplatz unseres Kampfes. An diesem merkwürdigen Ort. Es gibt nichts, worüber wir nachdenken sollten. Ich gehe jetzt. Okay. Rudy, Mensch, sag doch auch mal was dazu. Der Typ konnte doch quatschen früher. Nicht nur für mich selber, aber für den Planeten, den ich liebe. Aha. Ich möchte nie wieder irgendwas Wertvolles verlieren. Er hat doch ein, zweimal geredet, glaube ich. Also mir ist nicht bekannt, dass die Wild Arms Charaktere stumm wären. Aber egal, so sei es. Okay, Cecilia, das sieht ziemlich komisch aus. Vorlagen, Entschuldigung Leute, Vorlage. Ich meine, es könnte die letzte Möglichkeit sein, an der, wo sie an sich selber rumspielen kann, von dem her. Würde ich das ausnutzen an ihrer Stelle. Okay, wo zur Hölle sind wir hier? Ah ja. Ich gehe jetzt bewusst nach Melduk schon, weil es gibt hier etwas, was ich brauche, um eine weitere optionale Geschichte zu erledigen. Beziehungsweise es gibt etwas, was mir durchaus helfen könnte. Fezzel Zane. Okay, wir machen Magnum Fang und falls es nicht ausreichen sollte, noch ein Saint hinterher. Denn die Gegner sehen mir sehr unheilig aus, wenn ich das sagen darf. Ich denke, dass die Gegner jetzt schon einiges mehr auf dem Kasten haben werden hier. Oh! Saint hat mich zum ersten Mal enttäuscht. Egal, dafür hat Rudy reingehauen. Das heißt, Saint bringt also auch hier bei diesem Gegner zumindest nichts. Aber wir machen uns natürlich Le Invisible. So, jetzt gucken wir mal. Okay. Reicht es vielleicht, wenn ich die... Moment, kann ich diese Dinger zerschlagen? Nö. Reicht es, wenn ich hier eine Bombe lege? Jawohl, das reicht. Ha! Clever, clever. Was haben wir?
Nektar nehme ich gerne mit. BM, Alter. Ich muss dazu sagen, es ist ja wie bei jedem JRPG eigentlich, die optionalen Bosse. Was laber ich da? Die storyrelevanten Bosse in diesem Spiel sind natürlich nicht mehr die allzu große Bedrohung, das ist ja klar. Also, vom Level her muss ich sagen, bin ich eigentlich schon, okay, ziemlich gut dabei. Die Hauptbedrohung, sage ich mal, sind die optionalen Geschichten. Das ist aber bei jedem RPG so. Okay. Haha. Bullet Clip. Oh, 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 oh. Wir kriegen eine neue Waffe für den guten Rudy. Arc Smash erhalten. Das dürfte noch nicht sein, der letzte war. Es gibt noch zwei. Okay. Ehrlich. Würde ich mir gar nicht vorstellen, weil das Spiel ist nicht mehr allzu lange. Oh. Oh. Invisible. So, jetzt gehen wir wieder nach oben. Das Gefährliche sind die optionalen Geschichten natürlich, die noch kommen. Es gibt drei optionale Bosse, die, sage ich mal, etwas härter sein können. Aber vom Grundprinzip her ist das empfohlene Level für das Ganze um die, ja, 45-50 rum. Das ist eigentlich nicht mehr weit bis dahin. Alter Schwede, der Arc Smash hat schon eine Angriffskraft von 200 zu Beginn. Wir gucken ihn uns mal an. Und falls er nicht trifft, machen wir einen Guilty Blade. Und falls das nicht hilft, machen wir ein High Blast. Das sollte ausreichen. Seiten, die Gegner krepieren jetzt schon. Nein, tun sie nicht. Aber jetzt. Okay, Rudy. Rudy Booty. Du bist einfach viel zu lame. Viel zu lame für die Gruppe. Ich glaube, ich sollte ihn mal ein bisschen agil. Obwohl, eigentlich ist es ja nicht verkehrt. Ich meine, dass Cecilia schneller ist, das ist schon okay, aber wie zur Hölle komme ich hier vorbei? Hier sind Rohre. Ach, okay. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oder auch nicht. What? Wo bin ich? What? Das wollte ich nicht. Die Suche nach dem Weg beginnt. Hä? Okay, dann habe ich vielleicht hier einen Weg übersehen. Mut ja so sein. Mut ja so. Ach ja, da kann ich ja drüber laufen, ich Freckel. So, Power Glove, einmal BAM. Außerdem sieht man ja, dass... Ach, Alter, lauf doch nach links oder rechts. Was ist los mit dir, Lucifer? Kann man die eigentlich auch wegbomben? Nö. Außerdem sehen wir, dass... nice. Alles klar. Dass dem guten Jack noch ein letztes Tool fehlt. Das kriegen wir in diesem Dungeon. Und ja, liebe Freunde, das hier ist... im Endeffekt der letzte Dungeon im Spiel. Guilty Blade und High Blast ins Gesicht. Danach kommt nichts mehr. Das heißt, es geht schon wirklich jetzt aufs Finale zu. Beziehungsweise es ist der Vorläufer zum letzten Dungeon, so könnte man es natürlich auch sagen. Perfekt! Level up for the win! So, das heißt, jetzt dürften wir eigentlich überall vorbeikommen, oder? Wenn es denn so ist, ich weiß es nicht. Ja, sieht gut aus.
Für den Fall der Fälle. Ich weiß ja nicht, ob die Dinger sich wieder anschalten oder so. Noch ein Speicherpunkt, den nehme ich doch gerne mit. Wenn ich ihn treffe. Ja, wir sind bei knapp 20 Stunden, das ist eigentlich okay. Also ist nicht unbedingt viel Spielzeit. So. Sehr gut, hier frisst das, Junge. Bäm. Jetzt weiß ich allerdings nicht, welcher denn der richtige Weg ist. Gehen erstmal nach oben entlang, würde ich sagen. Oder auch nicht. Gut, dann gehen wir mal da lang. Oh, Kämpfe. Der schon wieder. Naja. Was soll ich sagen? Also großartig. Eine Bedrohung bist du nicht, Kollege. Tja. Guter Damage, guter Damage. Ah, da ist ein Schalterlinchen. Ein Schalterino. Klar. Okay. So, der Kiste. Ah, Gitarre erhalten. Nice. Die Gitarre, die Jack bekommen hat, ist, die wird die Gitarre der Maya gehalten. Du kannst alle Monster... Was? Du kannst Monster im Kampf herbeirufen. Moment, was? Wir setzen es mal ein. Ah, okay. Ich kann Kämpfe provozieren. Ich verstehe. Beziehungsweise ich verstehe nicht, was soll ich mit dem Scheiß? Es sei denn, es geht darum, dass man vielleicht an irgendeiner bestimmten Stelle einen super bestimmten Typen catchen muss. Dann kann man mit der Gitarre natürlich, ja, eventuell eine größere Chance erreichen. Also ist es im Endeffekt das gleiche wie der Curse-Zauber von Cecilia. Dass wir quasi Gegner ja, rufen können, provozieren können. Mehr Random Encounters. Okay. Wie gesagt, ich habe noch keinen Plan, warum ich dieses Item brauche für später. Ich weiß es nicht. Ich habe nur gelesen, dass man es im optionalen Dungeon gebrauchen könnte. Naja, es wird seine Bewandtnis haben, nehme ich an. Was ist das? Ich verstehe. Das ist gemein. Okay. Das ist wirklich fies. Es bleibt ja nichts anderes übrig, als reinzurennen. Ist natürlich blöd, wenn man nichts sieht. Wo bin ich? Hello? Okay. Klar. Invisible, invisible, invisible. Nein! Runterspringen kann man auch nicht, das ist echt tragisch. Gibt's hier eine Kiste? Nö. Okay. Okay, nicht mal dann kann ich ausweichen. Also das ist ein bisschen ärgerlich, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht irgendwie umgehen kann, das Ganze.
Naja, Schaden ist es ja nicht, was die Dinger hier machen. Ach du meine Fresse. Okay, jetzt werden wir seine Fähigkeit einsetzen für den Fall, dass wir nicht weiterkommen. Vor allem sehen wir ungefähr so durch die Rauchschwaden, wo wir sind. Höher, lästig. Erinnere mich ein bisschen an Zelda. Was haben wir hier Schönes? Silberschwert erhalten. Ja, das ist eine schöne Waffe für ihn. Prinzessinnenroute, die dürfte aber schlechter sein. Ja. Wie gesagt, sie hat ihre ultimative Waffe ja schon bekommen im Kampf gegen Barbados war das, glaube ich. Der in der Wüste, ja. Deswegen ist alles, was wir finden, Violator. Oh. Jetzt schmeißen sie die Waffen aber hinterher, hey. Ich meine, mich soll sie stören. What? Der Cyclops, okay. Magnum Fang. Und ein bisschen, wenn es noch nötig ist, ein High Blaster hinterher. Große Gegner bedeuten nicht gleich starke Gegner, wie wir wissen. Der High Blaster sollte ihn aus dem Leben boxen. Jawohl. Sauber. Sauber. Ach ja, der Violator, genau. Für Jackie Boy. Oh ja. Ordentlicher Boost, ordentlicher Boost. So, jetzt gucken wir mal. Gut, von da sind wir gekommen. Also. Okay, da kommen wir nicht durch. Sah so aus. Jetzt ist die Frage. Hier gibt es was? Nektar. Mhm. BM. Okay, Statue. Ah, ich verstehe. Das müsste für Jack wieder was sein. Du siehst, du suchst nach dem Limit deiner Macht oder deines Fleisches. Nimm dein Schwert und kämpfe. Na klar. Ich werde mein wahres Limit erkennen. Ich möchte mein wahres Limit kennen, nicht mein physikalisches Limit. Habe ich die Kraft zu beschützen? Bestimmt. Bis jetzt ist noch keiner so weit gekommen, also von dem her. Oh shit. Fessel Zanes. Mhm. Wir machen Guilty Blade auf dich. Ist nur wieder blöd, dass sie wieder nicht in einer Gruppe stehen. Gut, sollte aber kein Problem sein. Ich meine, die Gegner sind ja nicht die Wucht. Earthshaker. Okay. Naja. Schaden ist es ja nicht, was du hier fabrizierst. Bäh, Magnum Fang ins Gesicht, Digga. Jawohl, dort war's schon. Ach ja. Ach ja. Gleich nochmal ein Magnum Fang. Du hast dir anders verdient, Kollege. Nicht anders verdient. BM. Perfekt. Wer lebt noch? Powerful Blow. Wow. Wow. Ich gehe auf Nummer sicher. Ich mache einen Meteor Dive. Risiko, Alter. Leben am Limit. Sehr gut. Wäre natürlich blöd gewesen, wenn er jetzt verfehlt hätte. Du hast deine Schwäche erkannt. Erde. Du hast die ultimative Fast-Draw-Technik erlernt. Beziehungsweise ich bin imstande dazu, sie zu erlernen. Ja, liebe Freunde, das ist die Ultim... Oder das, ja, wenn ich sie erlernt habe, ist es die ultimative Waffe für ihn. Das Letzte, was er hätte erlernen können. So. Sehr gut, es geht weiter. So, und jetzt muss ich wahrscheinlich hier raus. Jawohl.
die sind doch so lästig, die Teile. Ich weiß nicht, ob man sie irgendwie umgehen kann. Oh, shit. Oh, shit. Oh, what? Okay, 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 ich hab verstanden. Oh, shit. Schnell, schnell, schnell. Okay. So. Nix da. Wo gehen wir denn als erstes lang? Wir gehen erstmal hier rein. Oh, what? Nein, wir gehen nicht da rein. Ja gut, vielleicht gehen wir doch als erstes da hinten rein. Das sieht mir hier schon ein bisschen aus, als ob ich am Ziel wäre. Wenn ich zwei Nektar kriege, das heißt ja immer, hier passiert irgendwas. Weil wir werden sowieso erst ab dem nächsten Part herausfinden, was hier passiert, weil die Zeit... Ach, die Zeit ist wieder knapp. Oh, jetzt gucken wir doch mal. Was ist hier Phase, hä? Klar. Okay. Okay. Ich dachte schon. Ich habe schon gedacht, es kommt eine Szene oder so. Wir werden uns im nächsten Part hier drin umsehen und gucken, was es mit diesen Schaltern auf sich hat. Ich sage auch dieses Mal vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.